Herzlich willkommen zur mittlerweile, glaube ich, 5. Folge Transportiver 2. Im letzten Part hatten wir hier die Stahlproduktion etwas gefördert, dass sie jetzt mittlerweile anläuft, das Ganze tatsächlich nur mit LKWs. Und in der Zwischenzeit haben wir auch noch neue LKWs freigeschaltet, die wir jetzt dort vielleicht sogar hinzufügen können. Ich glaube, die sind nicht ganz gut. Die haben nur eine Kapazität von 5 und können 25 km/h schnell fahren. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. Ein bisschen schnellere wären da schon ganz gut. Dann haben wir jetzt die Benzwagen mit einer Kapazität von 7, das heißt 2 mehr. Aber sie können immer 40 km/h fahren, was schon ein relativ guter Vorteil ist. Wir müssen natürlich, da wir hier keinen spezifischen Wagen haben, der kann hier nur diese Holzbretter und so weiter kann er transportieren. Das haben wir hier nicht. Müssen wir den mit Alugütern nehmen. Es würde uns 939.000 kosten. Wir kümmern uns erstmal um Berlin, damit die hier eine vernünftige Versorgung haben. Und bauen hier dann schon mal einen Bahnhof hin. Natürlich verbinden, nicht vergessen. Ist mir ja doch schon das ein oder andere Mal passiert. Ohne Oberleitung. Aber das. Nächstes brauchen wir hier einen Bahnhof. Und dann können wir den auch schon direkt bauen. Ich würde sagen, hier machen wir das an der Seite so. Kommen wir die Kurve nämlich etwas besser hin. Das hier einmal abreißen. Und können hier einen Durchgangsbahnhof mit zwei Gleisen bauen. Hat gerade irgendwie sehr, sehr lange gedauert. Weiß nicht genau warum. Es reicht. Sehr gut. Ich das. Müssen wir hier einmal um den Hügel schön rum. Geht hier noch etwas weiter. Und dann da rein. Sieht gut aus. Und so. Ist es dann auch angebunden. Eine Station ist überlastet. An der überlasteten Station kann ein Teil der wartenden Passagiere oder Güter verloren gehen. Zudem wirken sich überlastete Passagierstationen negativ auf das Stadtwachstum aus. Ist aber nur eine Güterstation. Das heißt, es sollte passen, wenn die da ein bisschen überlastet sind. Das erste Flugzeug in 1920. Den Junkers F-13. Das würde ich, glaube ich, auch irgendwann mal in Angriff nehmen. Irgendwie so Berlin-München. Wäre, glaube ich, schon eine ganz gute Verbindung. Da könnte sicherlich ordentlich was an Profit bei rauskommen. Aber als erstes müssen wir jetzt hier das verbinden. Brauche ich erst in so eine kleine grobe Richtung, wie es lang geht. Genauso. Für 2 Millionen nur. Ich hätte gedacht, es wäre teurer. Wenn das dauerhaft auf Brücken ist. Aber ich glaube, ich würde entweder hier auf der Seite. Ja, ich glaube, der Seite hier entlang fahren und dann danach rüber. Welchen Gleis haben wir hier angeschlossen? Dort. Also wir nehmen das hier. Gehen dann hier so entlang. In Richtung Straße. Dann gehen wir hier hinten weiter entlang. So. Bis hier irgendwie so. Die Brücke war auch nicht schiffbar. Nee. Okay, dann kann ich die auch so lassen.
Und wir können es kaufen. Sehr gut. Dann ist die Strecke damit auch abgeschlossen. Ich würde jetzt noch einmal schnell hier die Straße rüberziehen. Oder auch nicht schnell, wenn man hier wieder kein Geld hat. Derzeit können wir mal gucken, wo wir es denn hier überhaupt anliefern müssen. Wir haben Waren. Das heißt, es muss hier in dem Bereich der Stadt. Würde ich sagen, bauen wir hier eine Straße noch rüber, damit ich hier rein können und bauen hier dann den Truck Unload Stop. Oh, wir haben endlich wieder Geld. Jetzt schnell bauen. Einmal da rüber. Dann auch hier eine LKW-Station. Dahin. Das haben wir schon. Brauchen nur noch Linien. Einmal neue Linie. Berlin. Stahl zu Waren. Das ist ja einmal von da hinten nach da. Dann neue Linie. Berlin Waren. Das geht dann von da nach da hinten rein. Ah, er fährt jetzt da durch. Muss ich aber erst dann so mit leben. Lohnt sich nicht, da hinten noch weiteren dann zu bauen. Wird zurzeit etwas unnötig. Aber eben halt etwas mehr Emissionen. Dann brauchen wir noch einmal Berlin. Rohöl zu. Was wird das dann? Plastik. Plastik. Das. So. Danach. Da. Nach da. Da. Und da. Als nächstes brauchen wir dann noch Berlin. Plastik. Waren. Das geht dann von da nach da. Richtiges Terminal. Sehr gut. Passt dann soweit. Hier brauchen wir noch eine Straßenanbindung. Etwas gerader vielleicht. So. Dann passt das auch da. Als nächstes brauchen wir dann wieder ein paar Straßenfahrzeuge. 21. Brauche ich Stahl. Stahl, sehr gut. Kann ich das direkt darüber liefern. So, 3. Nicht genug Geld. Was haben die beiden denn schon für eine Kapazität? Stahlwaren 18. Passt auch. Mehr brauche ich dann erstmal nicht. Das reicht soweit dann erstmal. Soll ich mir noch einmal leihen? Und ich gehe all in. Einmal alles leihen. Was es gibt. Können wir uns nämlich die jetzt auch vernünftig kaufen. Für 3 Millionen. Hätte ich die andere gesagt. 1,3 Millionen, wenn wir es schaffen würden. Ja. 20er Kapazität. Das auch. Den dann auf die Rohöl-Plastiklinie. Den zweiten hier auf Plastikwaren. Dann die Statistiken. Züge. Nur sichtbar. Einmal die beiden, die hatten eine 23er Rate, es geht aber noch um 55. Nein, no way.
Ich habe die falschen Wagen genommen. Plastik. Hier nämlich ändern. Mit den Wagen. Sondern mit den hier. Mit Plastik. Die 80 km/h-Dinger, sondern die 50. Kannst du dann so nur für 50.000. Ne. So. Minus 2 Dollar. Wir sollten jetzt hier schön rausfahren. Gleich mal ein Signal bauen. Können wir etwas schneller rausfahren. Ja. Wartet er natürlich trotzdem. Nicht hier. Hier nochmal ein Signal hinbauen. Dann passt das. Muss jetzt etwas warten. Damit haben wir die Linie abgeschlossen. Dann können wir das noch damit verbinden. Was macht denn hier hinten unser Hamburg? 47 Personen, die warten. Sind da drin? 39. Es läuft. 187 Einwohner. 80% Abdeckung hiervon. So, wir sind hier eigentlich Linien aufgeteilt. Fahren natürlich hier alle über den einen Weg. Und zwei teilen sich die hintere Station. Eventuell können wir hier auch nochmal nee, ein Cargo Terminal noch hinzufügen. Und einmal pausieren. Bauen wir das nämlich ab. Dann hier. Oder auch nicht. So, jetzt aber konfigurieren. Hier ist Eingang, da ist Ausgang. Und dann wir haben neue Straßen. Das stimmt. Oh, man kann es nicht verbinden. Und so. Perfekt. Ist er nämlich jetzt auch etwas größer. Gerade kommen richtig viele Einnahmen rein. Wir haben aber auch viel, das Plus macht. Ja, alles. Waldbretter, Rohöl, Plastik macht richtig gut. Treibstoff komplett macht. Plastikwaren macht auch gut. Eisen, Stahl. Ist auch alles noch vollkommen in Ordnung. Nur Kohle, Stahl schwächelt so ein kleines bisschen. Wo ist eigentlich das Schiff? Da unten. Ist immer relativ unterschiedlich. Sehr, sehr abwechslungsreich. München ist immer noch ein bisschen Chaos. Und so langsam kommen hier richtig große Gebäude hin. Ja, die meckern hoffentlich nicht wegen überlasteten Stationen. Nö, passt alles soweit. Alles unser erstes Hochhaus hier. Ich würde ja jetzt nicht als Hochhaus bezeichnen, aber das hier. Ein Wohnhaus.
12 Leute. Ja. Wenn man in dem Gebäude mit 12 Leuten wohnt, dann hat man es aber auch einfach geschafft. Ist aber natürlich nicht alles komplett realistisch hier. Muss ja auch irgendwie gebalanced sein. Hier sieht's gut aus. Hier müsste das auch noch alles abdecken. 235 auf 247 soll es hochgehen. Kommen auch noch ein paar mehr Ziele dann dazu. Und ich würde wirklich hier, dann glaube ich in der nächsten Folge, mit dem Flughafen weitermachen. Und ich würde sagen, das war's dann auch jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.